Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein kurzes, knappes Video. Und zwar nehmen wir heute zusammen einen Loopschal. So kann diese Loopschale aussehen. Der ist jetzt für meine Tochter. Ungefähr Größe 86. Und zwar habe ich hier außen einen ganz normalen Strickstoff. Und dieser Strickstoff hat so eine flauschige Innenseite. Ich glaube, das ist hier Alpenvlies. Genau, und somit kann ich das Ganze einmal wenden, wie mir das so am besten gefällt. Und das Coole ist, hierfür braucht ihr euch kein Schnittmuster auszudrucken. Das Ganze geht nach einer Größentabelle, die ich euch unten verlinke in der Infobox. Und genau, da schaut ihr einfach, welche Größe, also wie lang diese Stücke sein sollen für diesen Loop. Und dann könnt ihr euch das Ganze so den Stoff schon zurechtschneiden. Also hier spart ihr euch den Schritt, erst ein Schnittmuster auszudrucken, das Ganze zusammenzukleben. Wir machen das Ganze nämlich hier ohne Schnittmuster. Genau, du nimmst ja den Stoff, den du für die entsprechende Jahreszeit gerne nehmen möchtest. Wie gesagt, bei mir ist das Ganze schon ungefähr für den Herbst und auch für die ersten kalten Wintertage. Hier kannst du allerdings auch Teddystoff hernehmen, also richtig flauschig und kuschelig oder nur Fließstoff. Natürlich kann man so einen Loop auch für das Frühjahr nehmen, also kannst du hier auch normalen Sweatstoff oder Jerseystoff verwenden. Genau, und dafür brauchst du gar nicht viele Materialien, und was du wirklich jetzt dafür brauchst, schauen wir uns jetzt an. Ich habe mir hier einmal ein Blatt zurechtgeschnitten in den Maßen für den Loop. Ansonsten braucht ihr noch Stoff, den ihr gern vernähen möchtet, eine Schere, Stecknadeln oder solche Steckklammern und einen Rollschneider. So, zuerst schneidet ihr euch euer Stück Stoff zurecht, und zwar wird das Ganze im Bruch zurechtgeschnitten. Ich habe mir hierfür ja, wie gesagt, hier mein Stück Papier angefertigt. Ihr könnt es allerdings auch einfach abmessen und dann zuschneiden. Und zwar braucht man dann zwei solche Stoffteile, und das Ganze legt ihr dann rechts auf rechts zusammen. In meinem Fall habe ich das einmal so zusammengelegt, dass ich einmal diese glatte Seite auf die raue Seite gelegt habe, also auf diese flauschige Seite. Genau, so dass ich hier auf der Vorderseite und auf der Rückseite das Ganze dann einmal flauschig und einmal halt normalen Stoff habe. Ich habe hier das Ganze aufeinander gelegt, dann stecke ich mir die langen Kanten einmal mit meinen Steckklammern fest. Ich nehme hierzu immer die Wonder Clips und dann kann ich die langen Kanten einmal feststeppen. So sieht das Ganze festgesteppt aus. Jetzt wende ich mir das Ganze auf die Hälfte, und zwar gehe ich jetzt hier einmal durch diesen Tunnel mit meinem Arm durch, bis ich hier hinten am Ende rauskomme, und dieses Teil ziehe ich jetzt nach innen. So, dann liegen meine Stoffteile ja mit den rechten Seiten aufeinander, und ich habe jetzt hier außen immer noch meine Naht. Und jetzt schaue ich, dass ich ja die vorne die beiden Enden zusammen bekomme und hier mir schön Naht auf Naht das Ganze einmal festklammern oder feststecken kann. Und jetzt checke ich mir einmal hier den ganzen Kreis, der hier entsteht, mit Steckklammern ab. Das wird jetzt auch schon die nächste Kante, die wir einmal feststeppen können. Und zwar steppen wir das Ganze auch einmal hier ringsherum fest, lassen dabei aber eine kleine Wendeöffnung, sodass wir das Ganze wenden können. So, hier habe ich einmal diesen Kreis abgesteppt, habe hier meine kleine Wendeöffnung gelassen, und hierdurch kann ich das Ganze jetzt wenden. Genau, ich habe das Ganze hier gewendet. Jetzt habe ich hier noch dieses Loch, also meine Wendeöffnung. Und das kann ich jetzt hier mit einem unsichtbaren Stich, auch Matratzenstich oder Leiterstich genannt, einmal zusammennähen. Das mache ich jetzt mit der Hand. Und ich habe euch unten ein Video verlinkt, wo das Ganze schön beschrieben ist, wie man diesen Stich anwendet. Genau, und dann das Ganze zugenäht, sind wir auch schon fertig. Genau, und so schnell geht das Ganze. Ich habe gleich zwei Stück hintereinander genäht, einfach weil ich finde, so ein Loop jetzt für die kalten Tage einfach hinten auch den Nacken gut schützt und es da auch immer schön warm ist beim Kind. Genau, und das war es auch schon wieder. So schnell ging das Ganze, das ist wirklich total easy. Ich habe gleich zwei Loops hintereinander genäht. Somit habe ich schon eine kleine Auswahl. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du vielleicht neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere doch meinen Kanal, weil hier verpasst du dann garantiert kein neues Video mehr. Die Videos kommen immer Freitag um 15 Uhr. Genau, und bis dahin würde ich sagen, bis nächste Woche Freitag.